Da ist er, der Wagen von Hermsen Engineering. Wir werden gleich noch ein anderes Bild sehen und danach auch noch Fahrmaterial des Wagens. Aber zunächst einmal die Frage, was ist das für ein Auto? Es hat ein Takahara-Chassis, der japanische Hersteller soll gute Werte im Windkanal gehabt haben, was die Aerodynamik angeht. Was den Luftwiderstand angeht, das könnte durchaus interessant werden. Getrieben wird das Fahrzeug von einem Unity V8 und der Reifenhersteller ist Baldwin. Die beiden Fahrer sind Pascal Polenz und Lukas Schmidt.